Achso, wir müssen uns ja erstmal in Homepoint setzen, damit wir auch zum zur richtigen Stelle fahren, sonst wäre sie ja ein bisschen doof. So. Jetzt rechts rum. Ich finde das so geil, dass die so klein sind, ey. Du kannst vor allem nicht drüber rausgucken, das ist sehr. Eskalation. Kommt jetzt mal ein anderer? Ich hab gedacht, jetzt kommt hier, jetzt sind hier die ganzen Polizisten, die sich hier gegenseitig bekämpfen. Keine Ahnung, ist auch egal. Nächster. So, Daniel. Also auf jeden Fall stand da Pedestrian War, keine Ahnung. So, dann Raining. So. Mist, jetzt habt ihr es schon gesehen. It's raining, man. Hallelujah, it's raining, man. It's raining, man. Hallelujah. Das ist jetzt nicht so der Regen, den ich mir vorgestellt habe. Ah, da. Und die sterben dann auch, wenn die vom Himmel fallen. Das ist ja geil. Haha, toll. Echt toll. Das hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Also, jetzt nicht das wie bei Regen. Also ungefähr die anstatt Regentropfen hier Leute. Das wäre ein bisschen krank. Everybody must get shrunk. Everyone is very short. Okay. Machen wir mal das hier. Zwei. Zwei. Das. 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 Yeah! Wie geil! Woo! Security Area! Ja, meine Güte! Diese riesen Waffen, das ist richtig geil! Das ist richtig geil! Das ist geil! Das ist richtig geil! So! So, Dial! Nächstes! Das, wir tun jetzt einfach mal alle Cheats aktivieren hier. Time Set Noon. Midnight. Wir machen einfach mal Timeset Midnight. Da haben wir eine bessere Atmosphäre, sag ich mal. So macht man das. Ist ja auch logisch. 24 Uhr quasi. Hallo? Hallo? Achso, okay. Timeset Midnight. Yes. Mitternacht. Da ist die Stunde. Und wir können über diese Mauer hüpfen. Wie auf dem Mond. Mondoberfläche. Henner. Wie geil denn das, dass diese Dinger so klein sind. Super. So, Phone. Next Cheat. So, was haben wir denn hier noch? Thunderstorm mit... Nein, das ist scheiße. Heavy Rain, Light Rain. Heavy Rain, oh. So, dann gebt ihr mal, das ist ein etwas umfangreicher Cheat. Könnt ihr 6, 8, nein, 7, 8, 6, 6, hat 6 gesagt. Und dann die 5 eingeben. Und dann habt ihr das hier. Hallo? Haben wir den jetzt schon aktiviert hier? Ist das Overcast? Ich dachte, das wäre irgendwas Schönes. Ändert sich das jetzt noch? Was war denn da? Hä, ändert sich das jetzt noch oder nicht? Übrigens, weil ich jetzt mit der Zeit ein bisschen überziehe, ist mir das jetzt gerade mal egal. Ist ja die letzte Folge und everybody is so short, das ist so geil. It's raining! Hallelujah! Sorry, Officer, ich bin nur noch ganz klein. It's raining! Hallelujah! Das ist cool. Aber es ist ja wahrscheinlich Overcast, ist jetzt nicht so das Dolle, muss ich sagen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen nach oben scrollen auf der Website. So, das sind irgendwelche Weapons, da... ja.
guck mal, wie ich die alle aktivieren kann. So genau weiß ich das nämlich nicht, weil das... Jetzt mache ich mal ein paar Fahrzeuge. Allerdings... Ich mache einfach mal das jetzt. So, so. 7, 2. 8, 2, 3, 7. 8, 2, 3, 7. Call. Vehicle. Problem ist jetzt, dass das in unserer Garage ist. Und da kommen wir jetzt nicht so leicht hin. Deswegen müssen wir jetzt mal uns so ein Auto hier nehmen. Ah, und wir sind auch im Auto so klein. Wie geil. Ah, wie geil. Hui. Und drüber springen. Wie geil klein der ist. Das finde ich jetzt mal richtig nice, ey. Und dann regnet es hier noch Leute, ey. Sehr geil, sehr geil. Und dann läuft noch Rittermusik im Hintergrund. Es ist der Wahnsinn hier, ey. Richtig geil. Oh! Okay. Achso, wir müssen uns ja erstmal in Homepoint setzen, damit wir auch zur richtigen Stelle fahren, sonst wäre sie ja ein bisschen doof. So. Jetzt rechts rum. Ich finde das so geil, dass die so klein sind, ey. Du kannst vor allem nicht drüber rausgucken, das ist sehr. Okay. Okay. Finde ich der Hammer, ey. Was so ein paar kleine Cheats bewirken kann, die eigentlich nicht so spielentscheidend sind, aber irgendwie geil. Finde ich der Hammer. Und die regnenden Leute ergeben dann natürlich noch ihren Rest zu und ich bin vorbeigefahren. Hä, ist aber nicht dort vorne eigentlich unser Haus? Nein, das sieht bloß so aus. Oh, scheiße. Das sieht bloß so aus. Halt, ich will da rein. Nein. Ah, hier ist unser Haus. Okay. Oh. So. Hands up. Alter, jetzt hör auf mich zu schießen. Oh, oh. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, die Weapons, da ist jetzt nicht so dolles dabei, glaube ich. Was haben wir denn alles erreicht? Das haben wir alles. Okay, das haben wir auch. Jetzt hör doch mal auf da draußen, ey. Ich guck mir gerade meine Waffensammlung an. Was ist daran so schlimm? Kann doch nicht illegal sein, sowas. Okay. Mehr haben wir schon nicht. Ach, die Polizisten gehen mir jetzt echt auf den Senkel, ey. Penner, so. Was soll denn der Mist jetzt, ey? Komm, geh sterben, ey. Nee. Nee. So. Ach du Scheiße. Ich wollte Escape drücken. Jetzt passt auch die Größe zu unserem Dingens. So, dann genau. Jetzt flüchten wir noch etwas vor der Polizei. Und ja, da kann ich zum Abschluss noch dieses Let's Plays noch ein paar Worte sagen. Es hat mir viel Spaß gemacht, diese 50 Folgen, etwas mehr sogar, mit euch. Aber zum Schluss hin wurde es dann leider nicht so spannend mehr. Deswegen
habe ich mich entschlossen, dieses Let's Play zu beenden, langsam, aber sicher. Und ja, dies ist ja die letzte Folge, die allerletzte Folge, denke ich mal, so werde ich es auch nennen ungefähr. Die Polizei verfolgt uns übrigens gerade, mit ihren Mopeds. Richtig geil. Auf jeden Fall, es ist schon ein ziemlich cooles Spiel, da kannst du nicht sagen. Aber irgendwann, muss ich sagen, hat sich das Ganze hier ein bisschen abgenutzt. Es hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann einige Missionen waren halt einfach so kacke, die haben halt nicht mehr motiviert. Und deswegen habe ich gesagt, es reicht erstmal mit dem Spiel. Deswegen werden wir, was würde ich jetzt sagen? Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass, nein, es ist nicht sehr wahrscheinlich, ich rede schon wieder Müll, nur weil ich hier meine Verfolgungsjagd mache. Mann, ich will doch nur mal unser, dieses blöde Motorrad fahren, ey. Oh Gott. So. This vehicle is wanted in a chop shop. Okay. Dann bringen wir das da mal hin am besten gleich. Auch wenn das Ding ein bisschen kaputt ist und gleich uns um die Ohren fliegen wird. Es ist jetzt gerade mal egal. Boah, wie geil. So, wir müssen da rüber. Und ja, wie gesagt, ein anderes Projekt wird nächste Woche folgen. Was das ist, weiß ich noch nicht. Beziehungsweise vielleicht weiß ich es an dem Zeitpunkt jetzt schon, wenn ich die Folge hochlade, weil ich nehme hier gerade mal eine Woche voraus auf. Aber falls ihr einen Vorschlag habt, bitte rein in die Kommentare damit. Vielleicht habe ich mir auch schon was überlegt, keine Ahnung. Aber wenn ich weiß, was ihr wollt, dann ist da ja vielleicht auch mal ein einfach mal drin oder sowas. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Und deshalb, ja, bedanke ich mich, dass ihr mir zugeschaut habt bei diesem Projekt. Penner, Alter, wieso kloppen die mich ein? Keine Ahnung warum. Aber, wie gesagt, danke, dass ihr zugeschaut habt, an diejenigen, die zugeschaut haben. Und wie gesagt, beim nächsten Mal, jetzt machen wir mal was anderes. Und ich kann mich nicht oft genug wiederholen. Was das ist, weiß ich noch nicht und das dürft ihr mitentscheiden, logischerweise. Natürlich muss es mir auch Spaß machen, weil sonst, ne, sonst ist es auch auf irgendeine Art Kacke. So, wir machen mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Ja. Damit verabschiede ich mich halt aus dieser Welt von Saints Row. Es ist schade, dass wir uns kein Heli mehr cheaten konnten, aber vielleicht tun wir mal einfach mal irgendwie machen, dann, bei einfach mal das nochmal einbauen. Dann können wir vielleicht mal irgendwie irgendwelchen Mist bauen, dass uns die ganze Polizei verfolgt oder so. Hier mal 5 Sterne versuchen oder sowas, keine Ahnung. Gibt es ja immer solche Challenges. Ach man, ist so eh keine Werbung. Auf jeden Fall. Ja, ich kann immer schlecht Schluss machen, ne, das wisst ihr. Beziehungsweise, das merke ich immer wieder, dass ich bei Folgen immer schlecht Schluss machen kann und die Autotür hebt sich gerade etwas ab. Nee. Und ja, wir sind jetzt alle besoffen. Wir machen nochmal einen geilen Trick zum Schluss. Like a Boss. Habt ihr es gesehen? Record Roll. Bla bla bla. Distance, Heilfiefe. Haben wir zwar nochmal Respekt dafür gekriegt, aber es ist mir jetzt erstmal scheißegal. Wieso die auch jetzt auf uns einprügeln. Wie gesagt, es ist ja die letzte Folge, da kann ich halt mal kurz ein bisschen überziehen, das ist ja egal. Alter, wieso? Ich versuche wirklich geradeaus zu fahren, aber es geht echt nicht. Was ist das denn für Musik? Wow. Distance 55 feet. Warte mal, ich schau mir nochmal eine kurze gute Sprungschanze an und dann springen wir nochmal ins Wasser. Und das ist dann das große Finale der Folge. Beziehungsweise des Let's Plays. Und ja. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. Ich habe eigentlich alles gesagt. Ich habe sogar schon Tschüss gesagt, obwohl ich hier noch was machen will, ganz kurz. Das ist ja auch nicht schlecht. Wieso ist der jetzt schon wieder ausgestiegen, ey? Ich fass es nicht. Ich will doch bloß zu dieser Schanze fahren. Oh Gott.
Ach Leute, wir lassen es einfach. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin. Tschüss.